Ja, einen Applaus. Die Metzgerei Huber aus Kitzbühel feiert in Oberndorf ihr 200-jähriges Jubiläum der Maschtlinger. Und neben mir steht nun der Seniorchef, kann ich jetzt so sagen, der Sepp Huber, der diese Tradition, die sein Urgroßvater schon begonnen hat, fortsetzt. Sepp, zunächst herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum. Hast gestern Abend mit Harry Brünster einen tollen Abend gehabt, mit Abgeordneten, Bürgermeister, Pfarrer und der Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer, Herr Bodenseer, war da. Und heute hast du fürs Volk etwas gemacht. Das liegt dir, glaube ich, sehr am Herzen. Ja, das ist logisch, dass nicht nur die Abgeordneten und Präsident etc. wichtig sind, sondern für mich ist jedermann wichtig, vor allem das Volk ist für mich wichtig. Wir sind ein bodenständiger Betrieb und bleibt es auch ein bodenständiger Betrieb. Lasst uns singen, tanzen, drehen, uns mit Menschen gut verstehen, denn Musik und Fröhlichkeit ist unsere Welt. Der Seppi ist der legitime Nachfolger jetzt vom Papa, hat mir gesagt, du bist der Betriebsleiter jetzt schon hier herunten in Oberndorf. Ja, ich habe das mittlerweile seit 2 Jahren inne. Es ist eigentlich jeden Tag eine große Herausforderung, wirklich die Qualität und die Frische an den Tag zu legen. Aber immer wieder jeden Tag eine schöne Aufgabe, was ich da mache. Lasst uns singen, tanzen, drehen, uns mit Menschen gut verstehen, denn Musik und Fröhlichkeit ist unsere Welt. Ingo Rotter, bekannt zunächst von Studio Tirol, jetzt gewechselt zu U1, hat wieder mal richtig für Stimmung gesorgt im Zelt. Ingo, welche Gruppen hast du alle hergebracht gehabt? Na, es waren heute mal da die Quintett 2000, es waren da auch die Original Zillertaler, die wir im Hintergrund jetzt auch noch hören. Es war dabei das Tauernecho aus dem Pinzgau. Ja, und dann mit dabei natürlich auch noch die Alpenstürmer und die Stina Gabriel aus Kitzbühel. Jeder schaut mal im Kühlraum, wem nichts kalt ist. Schauen wir nicht kurz rein. Großes Interesse fanden die Betriebsführungen, bei denen es Wissenswertes über die Herstellung der verschiedenen Produkte zu erfahren gab. Besonders fasziniert waren die Besucher von den vielen Hightech-Geräten, wie der Schinkenmassiermaschine oder der Wurstaufhängelinie. Diese Maschinen erleichtern nicht nur die Arbeitsprozesse, sondern garantieren auch eine gleichbleibende Qualität aller Produkte. Nach dem Binden wird der Schinken auf Gitter gelegt und in die Rauchanlage geschoben, wo er ca. 8 Stunden mit Buchenholzrauch geräuchert und anschließend schonend gekocht wird, bis er die Kerntemperatur von 72 Grad Celsius erreicht hat. Lang ist,
Es schaut halt alles gleich aus. Man hat da wirklich einen Standard, weil einfach die Kunden, die Großkunden und auch die privaten Kunden wirklich eine gleichbleibende und eine gleiche aussehende Qualität ist. Weil das Problem haben wir halt gehabt, wir verarbeiten alles Naturtherme. Und bei Naturthermen ist es halt, wenn du es ein bisschen fester fühlst, ist halt noch das Würstel, wenn es gleich schwer ist, alles kürzer. Und wenn in SBs am Berg oben das Drehgelenk ist und nachher bleibt das Brot, die Brotwurst, die was kürzer ist, halt liegen und die was länger ist, ist gleich schwer. Du als Produktionsleiter, machst du dir auch mal Gedanken, vielleicht einmal was Neues auf den Markt zu bringen? Ja, man ist eigentlich immer wieder gefordert, was Neues zu produzieren, kundengerecht zu produzieren. Eigentlich wöchentlich oder monatlich kommen die verschiedensten Kundenwünsche an mich wieder heran, die man natürlich auch sehr gerne nachgehen. Zigeuner- und Knoblauchspeck werden aus mageren Schweinebäuchen trocken gebökelt und mit einer speziellen Gewürzmischung ummantelt. Schonend heiß geräuchert ergibt dies eine herzhafte Brotzeitjause. Josef Huber geht mehrmals täglich in die Hallen, um sich von der Qualität der Waren zu überzeugen. Ein delikates Vermögen, das einen langen Reifeprozess beinhaltet. Qualität wird in der Metzgerei Huber großgeschrieben. Und das soll auch so bleiben. Für mindestens weitere 200 Jahre.